Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Truckweiber. Ja, und damit auch zu der Mission Die Rache zum dritten Mal. Man sagt ja, alle gute Dinge sind drei. Ja, ich habe sie jetzt, oder ich versuche sie jetzt zum dritten Mal zu machen. Bei den ersten Mal bin ich gescheitert, weil den Anhänger anzukuppeln und damit zum Zielort zu fahren, das ist nicht das Problem. Aber am Zielort den Anhänger so in einer doofen Situation zu parken und dann noch innerhalb von 5 Minuten dann, wie gesagt, diesen LKW da an so einer doofen Position zu parken, plus dann noch einen LKW anzuketten und damit wahrscheinlich vom Gehöft zu verschwinden, das ist, ja, ein bisschen blöd gemacht worden, aber gut, wir versuchen es einfach nochmal. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, dann werde ich die Folge wieder über den Haufen werfen, wahrscheinlich. Mal gucken. Aber ja, also die anderen zwei Folgen habe ich jetzt über den Haufen geworfen, weil das sind einfach Folgen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das müsst ihr euch nicht angucken. Also ganz ehrlich, das ist Zeitverschwendung. Das sage sogar ich selber. Hey, hey, hey Mary, ich bin zurück. Aber klar bist du das. Ich habe hier mit jemandem gesprochen, der uns den Anhänger in der Nähe parken lässt. Der Job wird ab Mitternacht verfügbar sein. Ich werde so froh sein, wenn das alles vorbei ist. Wir müssen den Anhänger austauschen und haben nicht viel Zeit. Wie erwartet will mein Ehemann den Job für sich haben. Alles muss reibungslos laufen. Alles klar, bringen wir es hinter uns. Okay, das ist jetzt der Auftrag. Lese ich jetzt auch zum dritten Mal. Aber nein. So, das ist natürlich die Sache. Jetzt haben wir natürlich noch keinen Zeitdruck. Wir haben auch bei der Fahrt keinen Zeitdruck. Das ist halt das Gute, ne? Aber wir bekommen beim Parken nachher Zeitdruck. Und das ist überhaupt nicht meins. Ja, wenn ich dann noch auf die Uhr achten muss, nebenbei, dann noch eine sehr, sehr, sehr bescheidene, sag ich mal so, das andere Wort will ich jetzt nicht nennen, bescheidene Position zum Einparken vorgelegt bekommen. Warum funktioniert das jetzt hier nicht? So. Dann ist es natürlich so, dass ich mich natürlich schon ärgere, wenn ich es dann nicht in der vorgegebenen Zeit schaffe. Weil das natürlich unsere Zeit ist, die wir jetzt auch vergeulen praktisch. In der Zeit könnten wir nämlich andere Aufträge machen. Und in der Zeit könnte ich nämlich herausfinden, was mit den anderen vier Klienten ist. Weil das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Und das ärgert mich. Das ärgert mich einfach so die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich halt gerne wissen will, wie wir die Klienten denn da auch abschließen. Weil ich würde schon gerne so viel wie möglich an Erfolge und Gamerscore mitnehmen. Das stört mich halt einfach, ne? Das stört mich halt extrem. Sowas, wenn ich weiß, das Spiel ist dann noch nicht abgeschlossen. Weil ich dann da vielleicht eventuell irgendwelche Aufträge noch habe, die ich aber nicht freischalten kann. Warum auch immer. Oder es ist ein Bug, ich weiß es nicht. Ich vermute ja ganz stark zwei Möglichkeiten, die eintreffen könnten. Oder nee, drei Möglichkeiten sogar. Aber die dritte Möglichkeit ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Weil sonst würden die ja nicht die Erfolge schon da drin haben. Die erste Möglichkeit, die ich jetzt denke, ist, dass wir erst alle Klienten erledigt haben müssen, die wir jetzt gerade angenommen haben. Dass wir dann die anderen vier Klienten freischalten. Ich weiß es jetzt aber nicht genau, also nagel mich jetzt nicht auf diese Information fest. Ich vermute es nur. Das ist die erste Vermutung, die ich habe. Die zweite Vermutung ist, dass wir von den Klienten, die wir bis jetzt haben, die Nebenaufträge noch fahren müssen. Und dass wir dann dadurch die anderen Klienten mit freischalten. Weil das sind anscheinend nicht so eine großen Klienten wie die wir jetzt haben. Warum auch immer. Aber naja, gut, egal. Jetzt ist es natürlich so, dass wir diese zwei Vermutungen haben. Die dritte Vermutung, was aber wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, denke ich mal. Und das würde natürlich dann auch für den Entwickler echt scheiße, muss ich jetzt sagen, sein, von meiner Seite aus. Weil ich dann somit das Let's Play auch beenden würde, sofern wir alles haben, was wir machen können. Und dann würde ich das Spiel auch nicht mehr anfassen. Aber ich glaube nicht, dass das die Möglichkeit ist, also die dritte Vermutung, das glaube ich jetzt nicht, dass die einen, dass das der Fall sein wird, dass DLCs noch fehlen.
DLCs, die noch nicht nachgereicht worden sind für die Plattform. Weil ich habe mal bei jemandem geschaut, der hat Bugdriver auf der PlayStation gespielt. Und der hatte selber in seinem Let's Play gesagt, dass er das Spiel auf Platin abgeschlossen hat. So, und zu dem Zeitpunkt hatte er schon alle DLCs soweit, die zur Verfügung standen. Unter anderem auch die 3 versteckten Orte. Und ich bin, oder beziehungsweise ich vermute mal, dass er dann auch die anderen 4 Klienten nebenbei mitgemacht hat. So. Und dann frage ich mich, warum, wenn das wirklich jetzt so sein sollte, dass per DLC gewesen ist, dass er für sich vielleicht ein DLC geholt hat, warum das DLC auch noch nicht gleich auf der Xbox erschienen ist. Das kostenlose DLC, wo noch ein paar Fahrzeuge nachgepatcht worden sind, wo diese 3 versteckte Orte sind, die wir finden müssen. Das DLC habe ich ja gleich mitgekauft, als ich das Spiel gekauft habe. Das gab es ja gleich im Bundle damit zu. Das war ja auch kostenlos. Also das heißt, grundsätzlich, wenn man auch nur die normale Edition gekauft hätte, hätte man das DLC im Marktstore oder im Store halt runterladen können. Deswegen. Ja, das sind so die 3 Möglichkeiten. Wobei die 3. Möglichkeit ich nicht annehme, dass das eventuell durch ein weiteres DLC kommt, weil, wie gesagt, dann hätten sie die Erfolge nicht nachgepatcht schon oder beziehungsweise schon aufgelistet, weil das bei der Xbox meistens so erfolgt, wenn ein Spiel DLCs bekommt, dann werden die Erfolge eigentlich grundsätzlich erstmal, glaube ich, dann gepatcht, wenn das DLC auch draußen ist. Ja? Weil, bei Forza Horizon 4 zum Beispiel ist das beste Beispiel, da wurden ja die Erfolge auch nachgepatcht für jedes DLC, was rauskam. Das stand ja nicht am Release schon fest. Das werden sie auch nicht verraten. Weil man soll ja als Spieler auch überrascht werden, ne? Wenn ein DLC kommt. Das soll man ja nicht schon bei Veröffentlichung des Spiels wissen, was da auf einen zukommt. Und ja, das ist ja, ne? Dann werden ja auch die Erfolge nachgepatcht oder die Daten. Kriegt das Spiel ja allgemein ein Patch. Und dann kommt hier alles dazu an Erfolgen, was dann reingepatcht wird. Deswegen, also, ich vermute mal nicht, dass das ein DLC ist, was noch fehlt. Weil sonst hätten sie die Erfolge nicht reingepatcht. Sollte das aber so sein, dann ist das wirklich ein Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann würde ich wirklich das Spiel so lange spielen, wie ein bisschen Hauptklienten durch haben. Oder war es das? Wobei ich die erste Möglichkeit annehme, dass wir entweder die Hauptklienten freischalten, also erledigen müssen, und vielleicht alle erstmal erledigen müssen und dann automatisch die anderen Klienten freischalten, oder die zweite Möglichkeit, dass wir halt durch die Nebenaufträge rankommen. Das ist so die erste Sache, die mich halt noch triggert, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Spiel, dass ich da auch keine genauen Informationen finde. Die versteckte Orte, wo die jetzt sind, weiß ich mittlerweile. Das war aber auch durch einen dummen Zufall, weil ich ja den anderen da geguckt habe. Habe ich natürlich aus Versehen auf ein Video geklickt, wo er die Orte gesagt hat. Dann habe ich mir das Video natürlich gleich angeguckt, ist ja logisch. Man kann ja jetzt auch nicht dann komplett mit verschlossenen Augen da durchlaufen. Naja, zumindest wissen wir jetzt, wo die Orte sind. Ich habe es mir zumindest gemerkt. Mal sehen, wenn ich das Video mache. Ich werde die 3 Orte nämlich separat mal aufnehmen für euch. Ich werde mal gucken, dass ich auf Discord vielleicht auch die Karte mit den Markierungen von den versteckten Orten markiere. Vielleicht lade ich sie dann im Discord hoch. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall euch das in einem Video nochmal zeigen. Ja. Und das werde ich auch separat nochmal aufnehmen. Und dann werde ich mal gucken, ja, wie viele Folgen wir jetzt noch machen. Ich weiß es noch nicht. Also eigentlich wollte ich wirklich Ende Februar, Anfang März mit Bugdriver Schluss machen, weil ich habe bis dato noch nicht wusste, was ist jetzt mit den anderen Klienten. Sollte es natürlich der Fall sein, dass wir die Klienten durch die Nebenaufträge freischalten, müssten wir dann praktisch die noch weiterspielen. Also müssten wir dann Bugdriver noch weiterspielen, weil ich möchte die anderen Klienten auch gerne als Let's Play dann mit auf dem Video haben. Weil das gehört halt mit dazu zum Spiel. Also ich möchte das Spiel dann schon vernünftig abschließen. Ne?
Das heißt, es kann auch sein, dass Twackpulver dann länger weiterläuft. Weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal alle Hauptklienten schon mal auf, die wir jetzt gerade aktuell haben, mit den Hauptquesten. Bei Charlie Dava, glaube ich, hatte ich schon 2 oder 3 Nebenquests gemacht. Müssen wir mal schauen. Weil die Missionen zählen ja leider auch nicht so den Hauptmissionen dazu. Was ich sehr schade finde. Kann aber auch sein, dass wir eine gewisse Anzahl an Nebenquests erst machen müssen, bis die dann als letzte Mission hauptsächlich dazu zählt. Ich weiß es nicht. Müssen wir schauen. So. Was gibt's noch? Was könnte ich noch an Informationen mit reinschmeißen jetzt hier? Ja, wie gesagt, ich hänge ja auch momentan ziemlich hinterher noch mit den Aufnahmen. Es sind zwar jetzt für ein paar Tage immer mal ein paar Aufnahmen drauf und es sind auch einige schon vorproduziert, so ist es nicht, aber ich, für meinen Geschmack hänge ich ja noch ziemlich hinterher. Weil ich bin jemand, der produziert gerne vor, damit ich auch mal ein paar Tage frei habe, wo ich mal vielleicht auch sagen kann, okay, heute schaffe ich jetzt kein Video zu machen, das ist nicht schlimm. Ich habe ja für die nächsten Tage auf jeden Fall welche rum. Oder vielleicht auch für 1-2 Monate im Voraus, dass ich mir da keinen Kopf machen muss. Ich bin überhaupt nicht der Fan von, jeden Tag das aktuelle Video für den nächsten Tag aufzunehmen. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Wenn, dann spiele ich gleich eigentlich gerne durchgehend mal ein Spiel durch. Oder ne, am Stück hören. Oder innerhalb von kurzer Abständezeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Projekte in der Woche habe, oder 4 Projekte und dann pro Tag 2 Folgen hochladen von dem jeweiligen Projekt. Immer nur wegen eine Folge das Spiel anzumachen, das wird sich gar nicht lohnen. Für mich. Also muss ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, Biomutant und Red Dead Redemption. Wenn ich jetzt morgen Red Dead Redemption rausbringe und Biomutant, müsste ich praktisch heute für Red Dead Redemption eine Folge und Biomutant eine Folge das Spiel anmachen. Wäre für mich einfach so der Punkt, wo ich mir denke, die Zeit kann ich mir sparen, dann kann ich auch gleich mit der Redemption durchspielen oder ein paar Missionen mehr machen. Ne, das ist halt einfach so. So. Dann lade ich sie automatisch dann auch hoch. Wenn ich sie natürlich fertig habe, bearbeite ich sie und dann lade ich sie natürlich hoch. Ist ja logisch. Deswegen produziere ich meistens immer vor. Und so habe ich dann auch ein bisschen Luft. Ich hänge aktuell ein bisschen nach, weil sich gerade auch aktuelle Projekte, wie Biomutant zum Beispiel, ein bisschen in der Länge ziehen gerade so aktuell, finde ich, also habe ich das Gefühl. Ich hatte irgendwie auch lange Zeit das Gefühl, dass ich bei Biomutant nicht so richtig vorankomme. Weil ich mich wahrscheinlich so sehr auf die Nebenquests auch konzentriere, aber ich möchte halt auch gerne so viel wie möglich von dem Spiel erledigt haben. Was glaube ich normal ist, weil man gibt ja auch dafür Geld aus. Wäre ja schlimm, wenn man dann das Spiel vielleicht nicht erledigen möchte. Komplett. Ob ich alle Erfolge freischalte, ist eine andere Sache. Ob ich alle Nebenquesten, Hauptquesten erledigt und das Spiel auf 100% habe, ist auch eine andere Nebensache. Aber zumindest, ich möchte so viel wie möglich vom Spiel sehen und auch so viel wie möglich vom Spiel erledigen, weil dafür gebe ich mein Geld aus, ne? Das ist halt einfach so. Ja. Also, ich weiß nicht, ob 2022 bei Minuten noch weiterkommt. Das werden wir dann sehen. Also, jetzt, wo ich die Folge aufnehme, ist es 2021 noch, November. Und ja, aktuell bin ich so ein bisschen im Zeitdruck, weil ich ja dann nebenbei auch noch streame. Das kommt ja noch dazu. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren, ne? Ich mag das Streamen und ich bin auch froh, dass ich es machen kann mittlerweile. Dass PC und auch Konsole und soweit alles harmoniert und funktioniert. Nur ist es halt ein bisschen zeitintensiv alles, ne? Also Aufnahmen zu machen, zu streamen, etc. Das ist aktuell ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe ja auch noch andere Termine nebenbei. Also ich bin ja noch ein bisschen in der Woche unterwegs. Mache natürlich Sachen, die jetzt auch wichtig sind. Zum Beispiel jetzt hier meine Therapien, die ich habe, weil ich ja auch krank bin an einem Lymphödem und einem Lymphödem. Das heißt, da kriege ich ja auch Lymphdrainagen. Das muss ja gemacht werden, weil sonst das Wasser in den Beinen läuft und ich dann unerträgliche Schmerzen in den Beinen bekomme. Gerade wenn ich dann längere sitzen
Tätigkeiten tue oder allgemein auch am Tag unterwegs bin, dann fließt das Wasser automatisch vom Körper, was man im Körper ja auch hat, automatisch in die Beine und das tut dann halt extrem weh. Das muss nicht sein unbedingt. Deswegen habe ich da zweimal in der Woche meistens immer so einen Lymphdrainage-Termin. Dann mache ich ja nebenbei noch mal den Walken und Tischtennis. Und ja, das sind halt noch die Sportarten, die ich mal nebenbei mache. Und deswegen müsst ihr euch das so vorstellen, dann habe ich auch noch so private Termine, ne? Sachen, die jetzt nicht genau herhören, aber ihr wisst, was ich meine. Private Termine, die man dann mal hat beim Arzt, bei jemand anders oder sonst wo. Ne? Also das, was man halt so nebenbei noch mitmacht, das kennt ihr sicherlich auch. Und ja, deswegen ist da auch immer die Zeit so ein bisschen knapp. So, jetzt lesen wir erstmal. Okay, du hast 5 Minuten für diese Aktion. Los, bin dran. Okay, also hier sollen wir noch nicht parken. Aber sie hat uns den Ort auch schon markiert. So, 5 Minuten haben wir Zeit und das ist nämlich jetzt gleich die Stelle, wo wir gescheitert sind. Also, wir fahren jetzt hier einfach zum Auftraggeber. Oder beziehungsweise da, wo wir den Anhänger parken sollen. Und hier sind wir dann gleich gescheitert. Weil die Parksituation so scheiße sich darstellt, dass es einfach teilweise fast unmöglich ist. Das ist das, was ich meine. Das ist so scheiße da teilweise klargestellt. Jetzt müssen wir einfach. Es ist mir auch egal, ob wir das jetzt auf 100% fahren. Das Ding. Ich hab's aber erstmal so. Ist mir jetzt egal, ob wir das auf 100% haben. Rote an. Jetzt haben wir noch über 2 Minuten Zeit. Ist mir scheißegal, ob wir das jetzt vernünftig geparkt haben. Also tut mir leid, aber das ist so eine dreckige Mission. In meinen Augen. So. Du musst für ein paar Minuten in der Umgebung untertauchen. Ich will nicht, dass mein Ehemann etwas von unserem Vorsprung merkt. Ich sag bitte Bescheid, wenn du loslegen kannst. Okay, verstanden. In Ruhe, komm, weg damit. Ich hoffe, das klappt alles soweit. Luft ist rein, jetzt kannst du den Anhänger bei einem alten Freund von mir abstellen. Das ist einfach viel zu stressig. Ich wünschte, ich könnte mal wieder was Fisch transportieren. Niedrige Ausdauer, ja, ich weiß.
fahren jetzt auch zum nächsten Bett. Junge, warte doch! Du siehst doch, dass ich noch fahre. Junge! Oh, das ist so typisch, die KI im Truck Driver. Sorry, aber das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie scheiße gemacht. Die KI ist so dermaßen blöd. Sorry, dass ich mich jetzt aufrege, aber das kotzt mich so an. Es nimmt halt auch wirklich extrem viel den Spielspaß, muss ich sagen. So 4 Stunden erstmal schlafen. Jetzt müssen wir sowieso hier wieder. Rangieren. So rangiert kein Mensch, ne? Aber echt. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Wir können den LKW abtransportieren. Bin ich so froh, wenn ich den Scheiß endlich hinter mir habe mit dem Auftrag. Also das ist wirklich einer der nervigsten Aufträge bis jetzt gewesen. Muss ich ehrlich, leider Gottes, so sagen. Ist so. Ist einfach so. Also ich habe nichts dagegen, wenn Aufträge ein bisschen länger sind. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen parken muss oder so. Ein bisschen arrangieren muss. Aber das war einer wirklich... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, der Auftrag war echt nervig. Ne? Und nur weil sie halt da, weiß ich nicht, mit ihrem Mann da ein Problem hat. Naja, egal. Wir haben es trotzdem gemeistert bis jetzt. Jetzt haben wir über 8 Kilometer dürfen fahren dürfen. Und jetzt gucken wir mal, wo wir das jetzt hinparken sollen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Parksituation gleich wieder so scheiße ist. Sorry, meine Ausdrucksweise, aber das, ne? Und wie gesagt, die KI, die ist sowas von klar. Also das ist wie im echten Leben, wenn man auf der Straße fährt. Das ist teilweise manchmal auch Leute dabei, wo ich mir denke, haben die ihren Führerschein in der Kellogg-Packung gefunden oder ein Lotto gewonnen oder war der Fahrlehrer besoffen und der Kufer? Ich weiß es nicht. Aber manchmal sind, also es gibt Leute manchmal, wo ich mir denke, nee, also sorry. Also können nicht blinken, können nicht Gas geben. Also, ne, also wenn ich jetzt in 50er-Zone bin, fahren sie dann 30 oder 40. Ich sag mal so, ich kann es verstehen, wenn es Feierabendverkehr ist, wenn es sowieso schon schleppend vorangeht, weil, ne, viele wollen nach Hause, viele. Ne, wollen dann vielleicht noch mal zum Termin fahren, zum Arzttermin oder irgendwas, whatever. Aber dass man dann langsam fährt, weil man nicht anders vorankommt, weil dann wieder sich vielleicht irgendwo anders verstaut, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber wenn dann die Straße leer ist, so wie mittags oder auch vormittags, dann noch nicht so viele unterwegs sind,
also nicht im Berufsverkehr momentan, dann ist es halt für mich einfach nicht verständlich, wenn dann Leute in der 30 oder 30 oder 40 fahren, wenn 50 erlaubt sind, damit dann halt auch verhindern, dass man teilweise die grüne Welle hat. Also ich habe das in der Fahrschule gelernt. Grüne Welle heißt, dass man so viel wie möglich über die grüne Ampel schaffen. Das hat mein Fahrlehrer immer als grüne Welle bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Fahrschulen so genannt wird. Das heißt, dass ich natürlich so Gas gebe in der Stadt, also so schnell fahre wie möglich und wie erlaubt ist, so dass natürlich viele über die grüne Ampel kommen, ne? Dass der Verkehr nicht aufgehalten wird und so eine Sache. Also mein Fahrlehrer hat immer gesagt, 50 in der Stadt, wenn du bei Ampel stehst, bei Gelb anfahren und bei Grün Gas geben. Das heißt, umso, wenn du halt eher beim Gelb anfährst, kommst du natürlich mit dem Auto besser weg, als wenn du erst bei Grün anfährst. Weil das Kupplung loslassen, Kupplung kommen lassen und dann gleich Gas zurückgeben, das sind immer Millisekunden für einen. Aber ne, wenn man mal überlegt, eigentlich ist das doch eine Zeitersparnis von 1-2 Sekunden, die dann eine andere wieder, ne, mehr hat. So, und ja, das sind so Sachen, wo ich mir einfach sage, das habe ich mir halt auch eingeprägt. Das mache ich dann halt auch, wenn ich sehe, die Ampel wechselt von Rot auf Gelb, lasse ich die Kupplung schon kommen, so dass ich dann praktisch wirklich, sofern die von Gelb auf Grün wechselt, ich gleich Gas gebe und losfahren kann. Das hat damit nichts zu tun, dass ich in der Stadt Rasen tue, das nicht. Ich halte mich schon in der Stadt an der Ortschaft, also an 50. Bin ich auch ein Fan von, wenn man da auch ein bisschen so fährt, wie erlaubt und nicht schneller. Auf der Bundesstraße, ja, da lasse ich auch mal gerne die Sau raus, aber in der Ortschaft wird wohl auf 50 gefahren oder je nachdem, was erlaubt ist, halt auch. Und das sind so Sachen, wo ich einfach mal sage, das habe ich halt schon leider oft genug erlebt, dass Leute dann da einfach nicht auch hingemacht haben, ne? Also wirklich auch gar nicht aus dem Knick gekommen sind. Was mich dann persönlich gestört hat, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade wenn man es ein bisschen eilig hat, dann ist es einfach gerade unangebracht, ne? Oder was auch, whatever ich überhaupt nicht abkann, ist, wenn Ampel grün ist, Leute fahren und bremsen vor der grünen Ampel. Verstehe ich auch nicht. Also sie bremsen wirklich vor der grünen Ampel und halten damit noch zusätzlich den Verkehr auf, weil dann dahinter denjenigen und die Autos dahinter auch noch bremsen müssen. Erstmal ist das einfach unnötiges Verkehrsbehinderung, in meinen Augen, also Verkehrsbehinderung, unnötiges Aufhalten. Und vor allem ist es ja auch, wenn man jetzt Gasbremse, auch nicht unbedingt gut für die Luft, ne? Wenn man dann halt dadurch auch viele Abgase vom Auto abgibt. Also, ich bin zwar jetzt keiner von den Kunden, ne? Und ich bin auch nicht der Befürworter, dass man Autos mit Benzin und Diesel abschafft. Aber trotzdem kann man halt auch umweltschonend fahren, so wie es möglich machbar ist mit den Autos, die man hat. Ne, das heißt, dass man nicht unnötig halt Abgase produziert, die jetzt nicht nötig sind. Unter anderem tragen dann halt auch viele andere Autofahrer mit dabei. Bin ich der Meinung. Also ob das so ist, weiß ich nicht, aber es ist meine Meinung. Deswegen, das stört mich dann halt auch. Ne? Und so bin ich dann halt auch in echt. Ich meckere dann auch. Also das, was ich jetzt hier vorhin im Spiel gehabt habe, dass ich mich da aufgeregt habe, so bin ich in echt. Müsst ihr euch vorstellen. Es gibt Tage, da bin ich traurig, da interessiert mich das auch gar nicht. Also es ist nicht jeden Tag so, dass ich mich da aufrege, aber es gibt manchmal Tage, gerade wenn ich unter Stress stehe oder angespannt bin, dass ich mich dann natürlich dann auch aufrege und dann auch mal einen anderen Autofahrer beleidige. Ja, das ist mir auch schon vorgekommen. Muss es nicht. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt fahre. Auch ich fahre nicht perfekt. Ja? Das muss man dazu sagen, das werde ich auch nicht bestreiten. Dass wenn einer zu mir sagt, ja, du fährst in mir auch nicht perfekt, dass ich dann sagen würde, ja, nee, ich fahre perfekt. Nein, das würde ich niemals sagen. Auch ich mache meine Fehler. Nur ich versuche halt aus meinen Fehlern zu lernen. Ne? Und das sind halt so wieder Sachen, wo ich mir denke, Nee, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ein guter Autofahrer, wenn es vielleicht nicht so ist, so meine ich das. Ne? Also klar, ich weiß, dass meine Mitfahrer, die bis jetzt bei mir mitgefahren sind, keine Probleme hatten. Auch keine Angstzustände, auch keine Kotzerei danach. Obwohl ich immer Kotztüten im Auto habe. Nein, also war ein Scherz natürlich. Ne? Ich habe keine Kotztüten im Auto, so scheiße vielleicht jetzt auch nicht. Aber bis jetzt alle Leute, die mitgefahren sind, haben bis jetzt keine Probleme gehabt.
ne? Die haben ja, bis jetzt die Autofahrt gut überlebt. Haben auch keine Schäden davon getragen, keine Traumas. Was natürlich sehr gut ist. Spricht natürlich für mich. Und ja, aber auch ich sage persönlich immer, ich bin nicht perfekt. Auch ich mache bestimmt noch Fehler, wo ein Fahrlehrer sagen würde, du, das macht man aber anders, ne? So, das hast du aber anders in der Fahrschule zum Beispiel. Das sind so Sachen, wo ich mir einfach sage, ja, sehe ich auch ein. Bin ich auch komplett für, dass ich da auch sage, ich bin da nicht perfekt. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass man ab ein gewisses Alter vielleicht auch mal seinen Führerschein abgeben sollte, wenn man wirklich vielleicht auch nicht mehr die Reaktionszeit hat. Weil das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass ein Autofahrer, ein älterer Mensch, Rückwärtsgang eingelegt hat. Hinter ihm war ein Bus, den hätte man eigentlich gar nicht mehr sehen können, weil das auch direkt eine Bushaltestelle war. Hör mal so, Anpfiffer. Mal hier. Kann das sein, dass es hier ein neuer Auftraggeber ist? Vielleicht mal das Auto vom Auftraggeber, vielleicht vom potenziellen Auftraggeber kaputt gemacht. Ist mir egal, ob das perfekt ist. Der Job ist fertig, endlich. Ja, und weißt du was? Alles lief wie am Schnürchen. Ehrlich? Allerdings, mein Ex-Mann hat keine Ahnung von unserem Vorsprung. Aha, er wird ganz schön sauer sein, wenn er davon erfährt. Hast du keine Angst, dass er dir das heimzahlen wird? Natürlich nicht. Er weiß, wann er verloren hat. Warum bin ich dann nicht erleichtert? Dazu, die O'Sullivans sind dir auf ewig dankbar. Du kannst uns jederzeit besuchen, jederzeit, verstehst du? Ich, vielleicht mache ich das, aber zuerst muss ich meinen Kopf freimachen. Okay, das habe ich halt auch nicht mehr viel mitgekriegt. Aber wir kriegen ordentlich XP. Also 13.000 noch was. Wie schlecht. Oh, ich glaube, ich fahre auf das mal aufgeben. So. Du hast Stufe 4 der Fähigkeit Transport ADR. Alright, okay. Haben wir denn hier einen neuen Auftraggeber vielleicht eventuell? Oder was ist das hier? Das ist ein Ort, da waren wir noch nicht, ne? Also hier waren wir noch gar nicht. Es könnte ein potenzieller neuer Auftraggeber sein. Warte mal, ich guck mal auf der Karte. Vielleicht wird uns da was angezeigt. Nee, nur das Bett. Aber ich weiß, dass hier auf jeden Fall in der Nähe ein versteckter Ort ist. Das weiß ich. Aber dazu später in einem anderen Video, ne? Okay, gut. Dann belassen wir das erstmal so. Also, wie gesagt, ich habe euch jetzt auch wieder eine Menge vorgekostet. Tut mir leid, wenn ich euch vielleicht damit genervt habe oder den einen oder anderen ins Ohr lag und den vielleicht abgeschaltet habe. Aber es ist mir jetzt auch Platz. Let's Play ist ja da so da, dass ich als Let's Player dann auch was sage. Und ja, wir haben ja über Fahren, Auto und so gesprochen. Das ist ja schnell. Falls euch die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Diesmal mit einem anderen Auftraggeber. So, gut. Bis denn. Haut rein und tschüss.